Keine Ahnung. Oida. Was wärst du, wenn du kein Musiker wärst? Was wärst du geworden? Wenn du jetzt kein Musiker wärst, ich meine, du bist direkt nach dem Abitur direkt straight up in die professionelle Musikerwelt. Ja. Aber was würdest du, was wärst du jetzt oder was wärst du gerne, wenn du jetzt kein Musiker wärst? Ich glaube, ich würde irgendwas mit Sprache machen. Wahrscheinlich wäre ich irgendwie so Sprachkorrespondent oder sowas. Oder so ein Dolmetscher oder sowas. Du? Ja. Die ganze Zeit neben so einem Typen stehen und totale Schmeid, komm, zwei Schmeid, mein Traum, alle Schmeid, der Traum, weil er der Enkasseur, und zwei Schmeid, der Traum, der Traum. Es ist ein Nehmen, ein Geben, ein Neben, Neben, ein Erleben, kein Gegeneinander, geht wegen jedem Problem, einander, Manchmal nervt mich Reden einfach. Reden ist so sinnlos. Warum reden Frauen so viel eigentlich? Ich weiß nicht, Alter. Vielleicht, weil die Eier bei den Innen drin sind. Schweinfurt in the motherfucking Hizzle! Respekt an Sachs, FAG und wie heißt der andere Scheiß? Ist geil. Ohne euch hätten die ganzen Kanaken keine Benzer, Alter. Danke. Pom, 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 pom. Haben wir einmal getanzt früher? Ja? Sag mal, B-Boy Sound. Der Jay-Z hat es gesampelt. One thing, Alcoholics. Only when I'm drunk. Only when I'm drunk. Die Mischung zwischen Wut und Gier hält dich wach, du hast nichts zu verlieren. Ich denk mir was, was willst du von mir? Denkst du, dass ich so den Mut verliere? Wenn du Quatsch, im Gegenteil, es hör mich an und mach mich geil nach Erfolg. Schreib Zeilen aus Gold, bis ich Platinscheiben bekomme. Die Zeit ist gekommen und zwar die Zeit für Erfolg. Seit den 70ern zweifelt das Volk, dicken Schlitten zu fahren, mit schickem Bling-Bling am Arm. Ist nicht meine Art, mit materiellen Dingen zu prahlen. Doch sie wollen uns unten sehen, das lassen die Blicke erahnen. Also her mit dem Benz, der Breitling und sick in den Laden. Was die meisten nicht wissen, du bist ja straight vom Hip-Hop so. Das merkt man auch an deiner Phonetik, wenn du singst. Also ich als Rapper merke das. Aber du hast doch so Spitter-Teile, oder? Du hast doch so Teile, wo du so rappst, du singst, meine ich. Ja, yeah, schon. Bist du bereit? Bist du mein kleiner Bruder? Bist du bereit? Bist du mein kleiner Bruder? Meine Familie, ich bin auf eurer Linie. Ich zieh mit euch, liebe euch, singe dieses Lied für euch und werde es nie bereuen. Immer vor, komm und leih mir dein Ohr. Was hast du davon, hast du gewonnen? Was ist denn nun, wenn du dich verbohrst? In deiner Ego-Welt, die Zeit vergeht eh so schnell. Alles steht und fällt damit, dass du deine Seele behältst. Kein einzelner Fighter, wenn lieber zieh mal weiter. Zieh das noch jemand, dann geht die Hand, so geht es nicht weiter. Arsch oder Titten? Arsch. Arsch? Ich weiß nicht, ich bin einfach Arsch fixiert, Alter. Arsch ist ein geiler Titten. Es gibt nichts Besseres als ein geiler Arsch. Auf jeden Fall. Da muss einfach was dran sein. Da muss schön, so ein schöner Apfelform ist echt. Zwiebeln. Apfel, Digga? Apfel. Du meinst Birne? So. Bruder, ich habe auch mal eine Frage an dich, Mann. Jetzt kommt's, Alter. 25 cm. Na gut dann, Bruder, das war meine Ehre. Das war mir auch eine Ehre. Respekt. Respekt 2014. 2014. Bis bald. Peace. Medusa. Kerem.